Oh, ich habe schon gestartet. Ja, so kann es einem auch gehen. Ihr Lieben, heute möchte ich mit einem wirklich einem Herzensthema zu euch kommen. Mir hat eine Klientin geschrieben, die schon seit längerer Zeit bei einer Psychologin in Begleitung ist. Allerdings ist diese Psychologin, auch wenn sie systemische Beraterin ist und was ist sie noch, systemische Therapeutin sogar ist, diese Kollegin ist eigentlich auf Erziehungsberatung spezialisiert. So ist meine Klientin auch zu ihr gekommen. Und weil einfach die Sitzung gerade da war und die Not meiner Klientin groß war, hat sie versucht, mit dieser Kollegin über ihre Beziehungsthematik, die einfach eine toxische, narzisstische Beziehung betrifft, zu sprechen. Und was passiert ist, ist, dass diese Kollegin dann gemeint hat, so, ja, so nach dem Motto, sie hätte zu viel im Internet sich belesen und schlau gemacht, zu viele YouTube-Videos geschaut und die Symptome, die sie zeigen würde, die aus narzisstischem Missbrauch heraus eigentlich resultieren, die könnte sie ja ganz woanders auch herhaben. Ja, und jetzt hat sie mir geschrieben, ganz verzweifelt, und hat gemeint so, ja, sie weiß jetzt wieder nicht, wo hinten und vorne ist. Eh klar, weiß man ja grundsätzlich schon nicht nach so einer Beziehung. Und ob ich ihr bei unserer nächsten Sitzung mit ihr da nochmal dran arbeiten kann und nochmal an dieses Thema rangehen kann. Und ich möchte einfach nur in aller Kürze euch wirklich ans Herz legen. Ich finde es so toll, wenn ihr euch Hilfe sucht. Ich sage es immer wieder, es ist so einfach mittlerweile, Gott sei Dank, sich Hilfe zu suchen, weil du brauchst eh nur einmal googeln auf YouTube, sonst irgendwo nachschauen und du wirst Profis zu dem Thema finden. Aber lass dich bitte nicht täuschen, nur weil jemand Therapeut ist und eine Ausbildung hat, Psychologin ist, psychologische Beraterin ist, was auch immer der Name ist, ist vollkommen egal. Du brauchst jemanden, der sich beim Thema Narzissmus und toxischer Liebeskummer wirklich auskennt. Weil natürlich sind die Symptome, die du nach narzisstischem Missbrauch zeigst, auch korrelierend mit anderen Ursachen oder können andere Ursachen haben als narzisstischen Missbrauch. Darüber braucht man gar nicht reden. Ja? Aber die Punkte, ja, so dieses Connected Dots, ja, die Punkte zusammenzusetzen und zu sagen, doch, hier gibt es eine andere Thematik, die einfach darauf zurückzuführen ist, dass du jahrelang Gaslighting, Davo-Taktiken, Schuldumkehr und massivsten Manipulationen ausgesetzt warst. Das hinterlässt Spuren, in deiner Psyche. Es ist oft sogar für mich physisch merkbar, weil ich einfach merke, wie zittrig die Menschen zum Beispiel sind, wie die Stimme schwankt, die Mikrobewegungen, ja, in ihrem Gesicht, die Mikromimik, ja, völlige Unsicherheit bei jeder Frage, ein Hinterfragen kommt, ja, wie sie unruhig sind, wie sie versuchen, sich selbst zu beruhigen durch, bei Tieren nennt man das Weben, ich weiß gar nicht, ob man das bei Menschen auch so nennt, wenn sie so sich vor- und zurückschaukeln. Ja. Und vor allem merkt man dann auch, wenn man wirklich mit den Tools, die wir zum Beispiel in der Einzelberatung oder in unserer Online-Gruppe verwenden, um diese Symptome zu bearbeiten, wenn die dann greifen und dran wirken, dann ist das auch schon immer wieder auch so quasi ein bisschen im Nachhinein, im Umkehrschluss, auch eine Bestätigung dafür, dass es halt so war. Ja? Und wenn es eins gibt, was unglaublich wichtig ist, und ich merke das in unserer Gruppe immer wieder, das Bezeugen, dass hier was stattgefunden hat, das in der Form nicht stattfinden hätte sollen, ist einer der wichtigsten Heilungsschritte überhaupt. Und wenn dann jemand hergeht, bestimmt in bester Absicht, ja, so wie diese Kollegin, die dann herkommt und sagt, ach, sie haben zu viele YouTube-Videos geschaut, ja, und das kann ganz andere Ursachen haben und überhaupt, sie steigern sich da nur total hinein darin, dass es ihnen schlecht geht. Ja, sorry, lieb gemeint, leider schlecht gemacht. Deswegen immer wieder, sucht euch Leute, die auf dem Spezialgebiet richtig super sind. Ja? Ich bin gut in meinem Bereich. Wenn es um toxischen Liebeskummer, um narzisstischen Missbrauch geht, um die Heilung von diesen Dingen, here I am, komm zu mir. Ich bin aber sicher nicht die richtige Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, wie du, keine Ahnung, mit der Trotzphase deines dreijährigen Sohnes umgehst.
Na, auch wenn das theoretisch mal irgendwo in meiner Ausbildung drinnen vorgekommen ist. Aber ich weiß, wie es bei mir ist. Ich habe mich jahrelang in dieses Thema hineingearbeitet und hineingekrochen und es wirklich auch in Tausenden, und das meine ich so, Tausenden Fortbildungsstunden und Tausenden Beratungsstunden, weil ich lerne ja auch von den Klienten immer wieder, die zu mir kommen, wieder was Neues, neue Facetten, wie sich das zeigen kann, sowohl beim narzisstischen Partner als auch beim narzisstischen Opfer unter Anführungszeichen. Ja, ich verwende ja das Wort nicht so gerne. Sucht euch jemanden, der sich auskennt. Schaut herum und geht hinein, sucht euch nicht nur Hilfe, sondern sucht euch Hilfe bei jemandem, der sich auskennt. Und ja, ich breche jetzt eine Lanze für alle. Ja, das wird kosten. Ein Spezialist kostet. Ihr werdet das nicht gratis bekommen. Aber ich meine, es wird euch auch umgekehrt so dermaßen viel weiterbringen, dass ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Ich sage es bei mir immer wieder. Mein Ziel ist, dass du schon allein in der Kennenlernstunde, die es noch dazu eh vergünstigt gibt, wirklich rausgehst mit mindestens einem, meistens sind zwei, ganz konkreten Tipps, wie du weitermachen kannst, auch alleine weitermachen kannst, damit du eben nicht in die nächste Abhängigkeit von zum Beispiel mir hineinrutscht, ja, sondern wo ich wirklich sage, das mach, da schau hin. Was an dem Thema arbeitest, an dem Thema bleibst dran und so gehst das an. Das ist das, wo ich wirklich sage, super, dass ihr euch Hilfe holt und passt aber gleichzeitig auch auf, wem ihr eure Herzen anvertraut. Alles Liebe bei der Suche und wenn du zu mir kommen möchtest, here I am. Mua.